Servus, hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es den ersten Teil des Testberichts zur Nokia Steel HR. Heute machen wir ein reines Unboxing dieser smarten Uhr und checken schon mal, was alles dabei ist und was diese Uhr denn eigentlich laut Datenblatt bzw. Verpackung auch alles verspricht. Im zweiten Teil checken wir dann natürlich auch die restlichen Sachen der Uhr, die App und wie denn auch alles funktioniert. Nach dem Intro geht's los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Eigentlich ist die Nokia Steel HR gar nicht so ein neues Produkt, denn das hier war früher mal die Firma Withings. Der ein oder andere wird es bestimmt mitbekommen haben, Withings wurde aufgekauft von Nokia und Nokia, denke ich, ist jedem ein Begriff. Mit Nokia verbindet auch wahrscheinlich jeder so ab Mitte 20 seine ersten Handys. Bei mir zum Beispiel das Nokia 3650, dieser riesen Klotz, den man in der Hand hatte, der schon farben konnte und all so Sachen. War gar nicht mein erstes Handy, aber so ein Handy, an das ich mich gerne zurückerinnere. Nokia jetzt also mit einer smarten Uhr auf dem Markt. Das ist keine Smartwatch. Eine Smartwatch wäre, wenn das komplette Display ein Touchscreen wäre, beziehungsweise ein richtiger Screen wirklich. Hier haben wir trotzdem immer noch die typischen Zeiger. Somit ist das nur eine normale Uhr mit smarten Funktionen. Eingebaut ist trotzdem ein LCD-Display. Und ich würde sagen, wir packen das gute Stück doch jetzt schon mal aus und gucken mal, was verspricht denn eigentlich so alles die Verpackung. Zuerst einmal vorne drauf natürlich Heart Rate und Activity Watch. Sprich, wir haben ein Herzfrequenzmesser in dieser smarten Uhr. Und natürlich einen Aktivitäten-Tracker. Hier unten steht es auch nochmal schön, Fitnessuhr mit Herzfrequenzmessung. Das Ganze 40 mm groß, eine, wie ich finde, angenehme Größe für eine Smartwatch. Nicht zu groß und wahrscheinlich dann auch sehr angenehm zu tragen. Auf der Rückseite stehen nochmal einige Spezifikationen, was wir denn automatisch alles dabei haben. Zum einen natürlich können wir die Herzfrequenz messen, Automatic Walk, Run, Swim and Sleep, sprich, diese Uhr soll automatisch tracken, was wir genau machen, ob wir schwimmen, ob wir laufen, ob wir schlafen. Es werden insgesamt 10 Aktivitäten und Sportarten erkannt, wo ich sehr interessiert dran bin, wie genau das funktionieren soll. Dann sollen natürlich die Kalorien, die Schritte und auch die Distanz gemessen werden und auch die Schlafzyklen. All das soll diese smarte Uhr also können. Nicht schlecht. Dazu gibt es dann natürlich eine App, die gab es ja auch schon bei Withings. Die ist jetzt auch in dieser smarten App integriert, heißt auch HealthMate App. Ich glaube, so hieß sie auch damals bei Withings. Und da haben wir natürlich dann ein Diagramm, wie genau wir gelaufen sind, wie viel wir gelaufen sind, wann wir geschlafen haben, wie lange wir geschlafen haben und all diese Sachen. Das gucken wir uns aber alles im zweiten Teil an. Ansonsten ist hier nicht mehr viel. Doch hier die Sachen an der Seite sind noch interessant. Wir bekommen Benachrichtigungen angezeigt von Anrufen, Textnachrichten und Events. Wie gesagt, ein Edelstahlgehäuse, 40 mm groß. Die Uhr ist 50 Meter wasserdicht, die Batterielaufzeit beträgt 25 Tage. Ich glaube, die Ladezeit ist insgesamt 2 Stunden, also ein sehr gutes Verhältnis, wie ich finde. Dann gibt es auch einen Vibrationsalarm zum Aufwachen und natürlich automatische Bluetooth-Synchronisation. Jetzt würde ich sagen, schnacken wir nicht lang drum rum und machen das gute Stück mal auf. Wie ich gerade merke, habe ich gar kein Messer da. Moment, muss ich mal kurz holen. So, Messer ist da. Jetzt einmal kurz aufschneiden. Oh, am besten nicht die Verpackung, sondern eigentlich nur das Dings. So, zack und na, zack. So, dann machen wir das gute Stück doch mal auf. Hier sehr schön so ein Henkel zum Rausziehen, an dem wahrscheinlich das Ding auch aufgehängt wird. So, okay, Plastikverpackung. Hier ist dann die Uhr drinne. Hier an der Seite haben wir noch den Quick Installation Guide, um das Ganze natürlich auch einrichten zu können. Den würde ich sagen, sparen wir uns jetzt erstmal und holen die Uhr mal raus. Ach, hier sind auch noch die ganzen Kabel drin. Wir haben hier zum einen eine Ladeschale.
holen wir hier auch gerade mal raus. Sehr schön, da wird das Ganze dann wahrscheinlich magnetisch einfach reingeklipst mit USB zum Laden. Sehr schön, gibt bestimmt... Ne, es gibt leider keinen Netzadapter, aber gut, da gibt es wahrscheinlich einige, die eh schon einen haben. Dann machen wir die doch mal hier hinten auf. Da ist sie doch auch schon. Macht schon mal einen schwereren Eindruck als gedacht. Durch das Edelstahlgehäuse ist sie ein bisschen schwerer, als ich jetzt erwartet hatte. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal die Withings Activity Pop, hieß die damals. Die hatte kein Edelstahlgehäuse, war dementsprechend viel leichter, aber so von der Art und Weise, ja, das Silikonband ist super weich. Also das würde ich sagen, ist sehr, sehr bequem zu tragen. Fast schon ungewohnt weich, muss ich sagen, aber nun gut. Ja, erster Eindruck von der Uhr. Schicke Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde aber sagen, für das Unboxing für heute reicht das erstmal, denn wir haben sonst nichts mehr. Und wir machen dann weiter im zweiten Teil, wo wir uns dann die Uhr natürlich genauer angucken. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde auch wahrscheinlich einige Tage damit verbringen und auch wirklich mal alles tracken, vielleicht auch mal zusammen mit der Apple Watch das Ganze auch vergleichen, wie die Aktivitäten da sich so, sagen wir mal, unterscheiden, ob es da große Differenzen gibt und wie groß die unterschiedlichen Werte sein werden. Das war's dann für diesen ersten Teil von mir. Wir sehen uns dann natürlich beim zweiten Teil und ja, über einen Kommentar und ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen, über ein Abo natürlich auch und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, haut rein.